Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer weiteren Folge Food Draft Online. In der letzten Folge habe ich ja gesagt gehabt, wir befinden uns immer noch in der TOTS Challenge und das Ganze werde ich natürlich wieder nachkommentieren. Ab der nächsten Folge werde ich das Ganze wieder live machen. Auf jeden Fall haben wir hier unseren Gegner gefunden in der dritten Runde. Er hat hier einen Royce in Form Aguero, Hero Karte, Di Maria in Form Müller, Man of the Match, Vidal Man of the Match, De Bruyne Man of the Match und Sirigu Man of the Match im Kasten. Und das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt gehabt. Sirigu Man of the Match kann man vergleichen mit einem Neuer, definitiv. Ja. Und ihr seht es, ich probiere wieder mit Ilicic. Gleich kommt natürlich wieder der Wechsel. Ich glaube jetzt hier sogar an der Eckfahne, sage ich ja. Und ich werde natürlich Ruiz einwechseln. Ruiz, wo ich sage, der hat einen richtig, richtig guten Schuss. Aber sein Tempo und sonst so Passspiel ist jetzt nicht so prickelnd. Ich weiß auch nicht, wie teuer der ist, der Tots. Ich denke mal, ich könnte schätzen 40.000, 50.000. Aber ansonsten würde ich ihn jetzt nicht so empfehlen. Wen ich empfehlen kann, ist definitiv Hector Bellerin. Ich habe ja schon mehrere Tots gespielt, auch privat. Und Hector Bellerin gerade Tots und auch der Inform ist sowas von geil. Und hier haben wir auch schon die erste Chance, die gleich reingeht für den Gegner. Hector Bellerin geht durch, schießt unseren Torhüter an und Aguero, er kriegt den Abpraller und haut das Ding dann gegen den Pfosten. Und dieser Pfostenschuss geht dann ins Tor. Hier nochmal Bellerin, vorerst gut gehalten von unserem Keeper, aber dann konnte er den Abpraller nicht mehr festhalten. Und somit steht es 1:0 für den Gegner. Jo. Es geht weiter, Leute. Es geht munter weiter für den Gegner. Der kombiniert sich hier gut durch. Übersteiger Marco Reus. Die Szene wird jetzt nicht wechseln, sondern Arturo Vidal wird das 2:0 machen. Was ich... Ja, da hätte ich auch schon wieder ausrasten können. Gleich im Anschluss auf 2:0. Ist bitter, aber ihr kennt mich ja. Nicht aufgeben, niemals aufgeben. Man kann in FIFA auch einen 4- oder 5-0 Rückstand aufholen. Definitiv 4, aber sieht Oblak wieder nicht so gut aus. Und dann springen wir, würde ich sagen, einfach mal in die 20. Minute, wo Arturo Vidal hier auf De Bruyne spielt. De Bruyne wieder auf Reus. Müller sieht so aus, als ob der Gegner das 3:0 machen wird. Macht er aber nicht. Zack, nicht lange schnacken. Oblak nach vorne auf Ruiz. Ruiz wieder auf Ilicic. Und jetzt kommen wir mal mit Lionel Messi. Mit Lionel Messi. Spin in die Mitte. Nochmal auf Ruiz, Ruiz mit der Hacke auf Insigne und der Insigne macht das 2:1. Ja, Wolski, Leute. Und da habe ich wieder ein bisschen gespürt, ja, da geht doch was, gerade nach so einem geilen Tor. Ich muss sagen, das war wirklich perfekt rausgespielt. Perfekt rausgespielt hier mit der Hacke von Ruiz, der Vorlagengeber, der Tots, der Vorlagengeber. Aber, ja, wie soll ich sagen, jetzt kommt hier wieder Ilicic, wieder 10 Minuten später. Pass in die Mitte. Und der Pass war alles andere als gut. Und jetzt kriegen wir wieder einen Konter. Thomas Müller über Marco Reus gegen Malo. Und Malo ist natürlich klar schwächer und langsamer, eigentlich alles. Marco Reus deutlich besser. Er vernascht uns da sehr gut. Zieht in die Mitte. Aber Malo ist der Sieger vom Ganzen. Und wir sind mittlerweile in der zweiten Halbzeit. Und dann kommt das lange Ding auf Angel Di Maria. Und ich glaube, durch diese Flanke jetzt, die wahrscheinlich kommt. Ne, es kommt doch keine Flanke. Upsala. Aber es fällt ein Tor, Leute. Es fällt ein Tor. 3:1. Ja. Was soll ich sagen, ne? Da war ich wieder, wo ich das 2:1 gemacht hatte, hatte ich gespürt, ja, da geht was. Da geht definitiv was. Der Gegner ist kein schlechter Mann. Auf jeden Fall nicht. Aber nach dem 3:1 war ich wieder so. Ach nee. Komm, ich habe mir jetzt hier den Arsch aufgerissen, habe das 2:1 gemacht und dann macht der Gegner wieder das 3:1. Aber Leute, Insigne in der 63. spielt hier auf Ilicic und Ilicic, Team of the Season, macht wieder den Anschlusstreffer, unseren zweiten Anschlusstreffer. Und danach habe ich sofort gedacht, nee, jetzt wechsle ich sofort. Wechsel Reus ein, wechsel Dries Mertens ein, pack Messi in den Sturm. Ich muss hier noch gewinnen. Ich wollte unbedingt gewinnen, ich wollte unbedingt hier in der Tots Challenge Waft, sage ich mal, gewinnen. Aber der Gegner lässt sich Zeit. Ich weiß auch nicht, was er hier gemacht hat. Hat er wahrscheinlich auch gewechselt. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall springen wir jetzt hier in die 67. Spielminute. Müller, Müller, Müller. 4:2. Wieder der Gegner mit dem Führungstreffer. Ich hätte ausrasten können.
Der Gegner führt 2-0, schön und gut, ist ein guter Gegner, habe ich eigentlich schon gesagt. Wir machen das 2-1, er macht das 3-1, wir machen das 3-2, er macht das 4-2. Und natürlich, Leute, ihr wisst es, wie es weitergeht. Wie geht es weiter natürlich? Ihr seht es, wir springen in die letzten 10 Minuten. 80. Minute, Dries Mertens mit dem Roulette. Lionel Messi versucht hier nochmal auf der Außenbahn. Spielt in die Mitte auf Ruiz, zuerst an den Pfosten und dann kommt, ich glaube, wer war das? Dries Mertens. Hier schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, es war Dries Mertens, der Eingewechselte. Da habe ich wieder alles richtig gemacht, aber es steht immer noch 4-3. Wir mussten irgendwas tun, Leute. Wir mussten irgendwas tun. Und wir springen hier in die 87. Spielminute. Der Gegner so gut wie eigentlich gar nicht mehr da. Wir waren die ganze Zeit nur noch am Drücker. Dries Mertens hier mit einer katastrophalen Annahme. Das darf einfach nicht passieren. So eine Annahme in der 90. Minute und... ja, eine Chance bekommen wir noch. Das spoilere ich mal jetzt hier vorweg. Reus mit dem Fehlpass. Wir spielen natürlich ganz, ganz schnell nach vorne, weil wir müssen jetzt was tun. 3 Minuten Nachspielzeit gibt's. Pass in die Mitte auf Messi. Lionel Messi, der hat natürlich das Zeug, jetzt hier auch mal so ein Spiel zu entscheiden. Der Scoop-Turn und Lionel Messi. Und ich habe gedacht, das muss er machen. Ich bin da sowas von ausgerastet, Leute. Ihr... nee. Kann man, da fehlen mir die Worte zu. Lionel Messi, Team of the Year mit 99 Schuss oder 97 Schuss, steht frei vom Tor und macht das Ding einfach nicht. Das, ich hätte ausrasten können. Hier kommt nochmal die Flanke und auch nochmal so eine Situation, wo ich denke, was ist denn hier los? So viel Dusel, so viel Glück vom Gegner und das war's dann, Leute. Ich bin leider in der dritten Runde hier ausgeschieden. Auf jeden Fall... ja, hat es trotzdem Spaß gemacht. Wir haben einen richtig, richtig guten Gegner erwischt. Müller hier mit einer 9-1er von ihm. 4-3 verloren. War bitter. Wir hatten beide 6 Schüsse aufs Tor, also war auf Augenhöhe die Partie. Am Ende hat es ein bisschen am Glück, ist es am Glück gescheitert, sage ich mal. Hier 2-1 Sieg, 8-0 Sieg. Und dann in der dritten Runde haben wir verloren und wir bekommen ein Premium Pack und ein Jumbo Premium Pack, die wir natürlich gleich öffnen werden. Und ja, wir ziehen jetzt das erste mit Antoine Griezzi. Griezzi Vanizzi. Oh yeah. Und bekommen ein Ducklau. Das Pack war Bombe. Ich lege natürlich alles ab. Weiter geht's dann mit dem zweiten, mit dem Jumbo-Pack. Was wir, glaube ich, skippen werden. Genau. Und bekomme ein Jordi Alba 84er Wertung. Der, glaube ich, noch 4.000 Münzen rausgeht. 5.000 sogar. Also nicht ganz so viel Münzen minus gemacht, sage ich mal. Also, es war in Ordnung. Es war in Ordnung. Den Rest stoßen wir wieder ab. Bekommen, glaube ich, auch nochmal 3.000, 4.000 Münzen. Also haben wir insgesamt 5, 4, 3.000 Münzen minus gemacht. Die Mannschaftsfitness nehmen wir uns noch mit. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem weiteren Video. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein paar Lücken freuen. Haut da rein. Tschüssikowski.